Wirf Schmiede an. Erst fängst du ganz langsam an. Aber dann. Es schneit. Ja, Mann, Landkreis. Ach, du meinst Paddel, ja. Komm, wir gehen schlafen. Raffi, die Chefin möchte schlafen. Soll man hier arbeiten, dann soll man schlafen gehen. Können die sich mal entscheiden? Danke, Raffi. Hilfe! Nein. Arbeiten im Schlaf, sehe da kein Problem drin. Oder? Ich auch nicht. So, ansonsten, wenn ihr euch immer noch fragt, was wir da machen, guckt in Streamtitel. Das ist die Erklärung. Im Streamtitel? Mehr Freizeit, wenn man wach ist, ja. Finde ich auch gut, ja. Ja, wir sind jetzt Tag 51, Vinci. Tag 51. Kelvin macht's richtig. Der sitzt im Haus und ruht sich aus. Ja, richtig. Der macht's richtig. Wenigstens einer, der es richtig macht. Lässt andere für sich schaffen. Hört ich da Mimimi? Die Chefin hat die Mitarbeiter wohl nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin zu nett Angriffsmacht, weißt du? Das ist mein Problem. Ja. Ich krieg noch nicht mal Lohn hier. Sehr sexy. Aufstehen, zwei Fischen den Kopf abreißen. Ja, wir sind eigentlich Gollum. Du siehst ja unser Gesicht gerade nicht. Oder das ist die Vorgeschichte von Gollum. Ja. Sons of the Gollum? So ist Gollum entstanden. Kelvin lebt nach dem Motto, wer viel kann, muss viel tun. Also kann er nichts. Oh, das ist auch ein gutes Motto, Vinci. Das hätte ich mir auch mal überlegen sollen, das mal zu machen. Mein Schatz. Mein Schatz. Fuchsgang. Plum. Die Fledermäuse empfinde ich genauso laut. Nur hier erschrecken sie einen mehr, wodurch man vielleicht weniger erschrickt, Vanni. Habe ich mir schon gedacht. Weißt du, was ich meine? Wenn dauernd halt Jumpscares zum Beispiel kommen, dann erschrickst du dich irgendwann nicht mehr. Aber die Fledermäuse in The Forest. Zu verstehen. Die Fledermäuse in The Forest, die kamen halt nicht so oft vor wie jetzt. Und dann gerade im passenden Moment. Also es war passender in The Forest, fand ich. Du erschreckst dich immer, weil es laut ist. Ach so. Gut, reicht, Raffi. Danke. Bitte. Das Ende wird sein, Chefin heiratet Kelvin, sie bekommen drei Kinder und sitzen als Obi im Schagelstuhl bis zu ihrem Lebensende. Nee, danke, Klausi. Dann bleibe ich lieber allein. Bevor ich den heirate, komme ich lieber mit der Virginia zusammen. Die in drei Armen und drei Beinen. Der kann nicht mehr Feuer machen, glaube ich. Ich würde den ganzen Tag nur zu ihm sagen, was kannst du eigentlich, Junge? Ob du doof bist. Landkreis. So, jetzt gucken wir gleich, ob man hier jetzt auf diesem Fundament
kein fertiges Dingsbums bauen kann. So. Dingsbums. Ein Dingsbums. Nee, geht nicht. Es geht nicht, Leute. Warum nicht? Weil es nicht so vorgesehen ist. Stell dich was nicht so an. Es ist ja schon eigentlich ein Bug, dass man überhaupt auf dem See bauen kann und es im Sommer noch steht, wenn der See wieder aufgetaut ist. Ist das sagt Bug, sie jetzt, bis Kelvin den nackten Mann macht. Dann entscheidet sie sich um. Kelvin gestern einen Auftrag gegeben, sammelt Baumstämme und legt die in den Behälter. Kelvin so, okay, das Lagerfeuer ist aber schön, ja. Kenne ich. Eben gerade auch bei mir passiert. Dann kann man nur frei bauen, ja. Ja. Vater Dingsbums im Dingens, geheiligt werde dein Dings, dein Bums komme, dein Dings geschehe, wie im Dingens so oft Bummens. Warum habe ich das euch nochmal dahingeschrieben? Warum? Warum mache ich sowas? Ja, weil du genauso verwirrt bist wie wir vielleicht. Ja, schlimm genug. Kelvin ist wie so ein Edel-Azubi, wo man Angst hat, einen Besen anzuvertrauen. Nicht, dass es sich noch erschlägt damit. Genau, Exemplar. Ja, das ist hier eine kleine Blaupause, Matze. Wie oft hat man schon gesehen, dass Kelvin das eigene Baumhaus umhaut, ja. Das ist schon klein. Guck, auch das geht nicht. Guck. Na, auch das geht nicht. Aber okay. Das Haus kannst du auch nicht verschieben nach oben hin, ne? Kannst du nur drehen. Das Haus. Also den Bauplan. Weil der ist ja eigentlich... Ach so, das meinst auf du. Auf dem Eis. Ja, genau, richtig. Eigentlich. So. Du kannst ihn nur drehen, ja. QR, nur zum Drehen da. Weil in No One Survived hattest du ja die Möglichkeit, die Dinger auch anzuheben. Nein, auch wenn ich auf dem Fundament stehe, geht es auch nicht. Ich würde jetzt noch den Steg zu der Plattform bauen. Im Sommer habt ihr eine geile Sonnenterrasse mitten im See. Ah, genau, das wollte ich ja eigentlich machen, Vinci. Weil ich jetzt hier schon wieder eine Treppe baue. Wollte sie eigentlich machen? Aber uneigentlich nicht. Geht ja auch nicht, Mats. Habe ich ja gerade versucht zu probieren, geht auch nicht. Also, Regale sind auch Blaupausen, deswegen geht's nicht. Du kannst frei jetzt versuchen, dir was weiß ich was zu bauen, aber du kannst es dann natürlich nicht so nutzen wie ein Regal. Ja. Kannibalenkartoffel! Ahoi! Genau, jetzt kann ich ja versuchen, es fortzuführen. Warum kann ich Lamp meinen? Macht er nicht, ne? Ich muss jetzt so machen. So machen, so machen. Wenn du es so gemacht hast, dann kannst du so machen. Regale gehen, ja. Ja, ja. Genau, entweder selber ein Haus bauen oder was anderes. Oder. Oh, jetzt hat das ja doch richtig gesetzt. So, ich bin ganz, ganz kurz weg. Mach keine Dummheiten. Vor allem werde ich wahrscheinlich in der Zeit, ich hoffe, ich werde nicht sterben. So, ich drehe mich mal so, dass ihr Action habt. Ich bin
Weiß ich nicht. Ich brauche ein paar Minuten, aber ich komme gleich wieder. Ah, einfach Seilrutsche. Oh, Vanni, das wäre auch geil. Stimmt. Avi, was hast du denn dazu jetzt zu dem Dach? Einzige, was jetzt doof ist bei dem Dach, du kannst Ecken nicht ausführen. Haha, Vinci. Also bis gleich. Du hast immer irgendwo durch. Danke, Vinci. Ach, Sivana, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Wollt ihr an der Seite zum Haus auch noch solche Spikes machen? Na klar. Juhu. Die B-Chefin hast eine Menge verpasst. Ach du Scheiße, war Action hier im Haus oder was? Ja, Würstchenklaus war da. Ja, ich sehe es gerade vor mir, ja. Dann, Beated und Butted, nee, Honey und Nanny waren da. Auch noch! Wusstest du, dass du mit dem Golfschläger putten kannst? Frau Zucker, ja. Heinz Dance, Frau Zucker. Das haben wir schon gedacht. Das hast du dir gedacht, aber hast du nicht ausgedrückt. Nee, ich bin kein Golfer, weißt du? Die Story. Lanari! Die Story machen wir gleich. Und Neues, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Und Shark ist am Start. Vielen lieben Dank für deinen Sub im 7. Monat. Damit herzlich willkommen zurück bei den Zockersuchtis. Mika! Na? Hast du schon Feierabend? Danke, Alexander. Die Gymnastik-Klaus war da. Gymnastik-Paule. Der See voller Leichen. Welche Schandtaten? Jetzt bin ich neugierig. Alles unangekündigt, der Besuch der Paddel mal zurechtgewiesen hat. Aha, Vanni, ah. Ja, wenn er es nötig hat, gell? Jede Menge Gegner, sehr gut. Chat hier wird nicht verraten, ne? Das war jetzt unser persönliches Gespräch, ne? Und ich hab Feierabend, wenn nichts zu tun ist. Sehr gut, Shark, so muss das sein. Da kommt schon wieder so ein Galoppel. Der guckt blöd. Hauptsache, der See ist noch zugefroren. Mach das, Vinci, mach das! Stefan, hier, da ist wieder jemand für dich. Der ist nur wegen dir gekommen. Der ist nur wegen mir gekommen. Der hat Kelvin wieder kaputt gehauen, sehe ich gerade. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich Kelvin nicht töte, oder? Der liegt ein bisschen blöd da. Kann sein, dass ich gleich sterbe. Baust du eigentlich gerade deinen Steg ab oder baust du den Steg dahin? Oh, cool, Shark. Nee, das soll eigentlich eine Verlängerung nach da hinten sein. Ach so. Obwohl ich die Idee gerade nicht schlecht fand, keinen Steg zu bauen und stattdessen einfach mit Dings. Dingsbums zu machen. Was? Paddel wollte eine Revolution anzetteln. Aha, Erik, aha, es kommt alles raus, Paddel, merkst du das? Das war eine Übernahme. Ja. Weißt du, da dreht man sich einmal rum und kriegt das Messer in den Rücken. Weißt du? Wo du weg warst, habe ich jetzt 500 neue Follower gekriegt. Alles abgeworben. Oh, eine Hängebrücke wäre auch geil. Einfach Dings, gell? Ja. Ja. Oh, eine Hängebrücke wäre auch voll geil. Bin gerade am Überlegen, wie wir es machen könnten. Wie wir es bauen könnten. Oh, Kelvin! Irgendwann. Ist hier was los? Bin gespannt, was passiert, wenn der See auftaucht. Ja, ich auch, Matze. Ich auch. Ach, guck mal. Der Ravi bat auch sein Türmchen.
Der Ravi baut auch sein Türmchen. Hallo Takeru. Guck mal, ob das funktioniert, was Anja gesagt hat. Wieso hat Kelvin eigentlich einen feinen Anzug an? War der beim Date? Das ist unser Kellner. Unser Kellner Kelvin. Weil er bedient uns ja auch im Grunde. Weißt du, und deshalb. Nee, man kann das wirklich nicht abschlagen, die Seiten. Ich muss irgendwas mal mit der Seilrutsche auch machen. Alle bauen mit Seilrutschen, ich bin die Einzige, die läuft. Ich bin halt intelligent, ne? Das ist K-L-U-K. Was? K-N-U-K? K-L-U-K. G-U-H-T bin ich. Was ist jetzt passiert? Was ist denn all right? All right, all right. Everything's gonna be all right. Was war denn das? Kelvin im Pinguin-Outfit. Ja, ja, eben, eben. Was war denn all right? Everything's gonna be all right. Also ich glaube, ich muss hier abschneiden, ne? Glaubst du? Ja. Ja, was war denn jetzt das? Ja, das weiß ich auch nicht, Alexander. Hast du es gesehen, was das war? Komm, wir gehen schlafen. Es ist mir schon wieder zu dunkel hier. Gehen in die Besenkammer, komm. Ah, Sokassen, genau, Alexander. Das war Sokassen. Oh, ich habe voll wenig heute getrunken. Ich stoße jetzt nochmal mit euch an, Leute. Ich will ja nicht verdörsen. Jetzt ist die Chefin weg, jetzt kann ich mir mal ein paar Knacker holen. Nein, schlafen bitte. Ach, der Rafi schläft noch nicht. Landkreis Alex und Schark. Klung. Erik, Lanari. Also Leute, solange wir noch den See zugefroren haben, tue ich das jetzt gerade schön ausnutzen hier mit dem Bauen. Ne? Denkt dran. Du darfst aber nicht schlafen, weil du nicht mehr die Zeit verbringen möchtest. Nee, das, solange dauert das nicht, bis ich das gebaut habe, was ich baue. Da stand Conny Cornetti hat abonniert. Aber wieso kriege ich denn die Anzeige hier nirgendwo ins Bild? Warte mal kurz. Klausi Brust! Schon der Gegner. Oh oh. Ist schon wieder drin. Warum kriege ich denn die Meldung nicht? Komisch. Ich weiß es nicht, ich komme da nicht rum. Ja, bleib mal stehen. Ich muss eigentlich bei jedem großen Schluck nehmen. Ja, bleib mal hier, ich brauche den Schädel. Juhu! Was? Ich ziehe gerade die Kopfhörer an, stecke ins Ohr und schon brüllt mir die Chef ins Ohr. Sockgassen! Duck-Gemüse, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! So. Und Fischreuse, weil vorhin die Frage kam wegen der Fischreuse. Die funktioniert, also ihr müsst wirklich das Wasser beobachten. Wo sind Fische? Weil ansonsten funktioniert es nicht. Also der funktioniert nicht, weil hier gibt es keine Fische. Du musst also einen Weg finden, Fische zu sehen. Und dort, wo Fische sind, musst du die Reuse irgendwie abstellen. Shadow, guten Morgen. Aber Wanni, ich dachte, das ist normal. Erst den Baumstumpf weg.
Kann ich das eigentlich? Ja, kann ich, ne? Nee, ich muss es Stammtisch. Ich muss es, ich bin gezwungen, es so zu machen. Sie ist gezwungen. Ich bin gezwungen, es so zu machen. Aber das da brauche ich für hier. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. So, dann brauche ich mal ein paar Handtaschen. Das muss mal geöffnet werden hier, damit ich die mitnehmen kann wieder. Yoshi, Mahlzeit! Na, alles klar. Oh, da war sogar Munition drin. Munition? Wie hoch kann man eigentlich... Ja, in dem Handtäschchen. Klump, klump. Wie hoch kann man eigentlich aus dem Wasser raushüpfen? Gar nicht. Also ist nicht wirklich möglich, genauso wie auch in The Forest. Du hast da nicht groß den Sprung, du musst gucken, dass du seichtes Gewässer hast, damit das funktioniert. So ist das. Ja, das wird jetzt, die Idee fand ich gerade nicht schlecht. Ich wollte eigentlich, ich bin schon wieder voll. Voll aber mit was? Ich wollte eigentlich einen Steg, mit dem Steg hier rüber. Dann hatte ich überlegt. Also ich weiß noch nicht ganz, wie das hier weitergeht, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß, dass ich eine Hängebrücke bauen will, Shark. Weil die Idee fand ich nicht schlecht. Und mehr weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, Schiffenlitz lässt es immer hängen. Mehr weiß ich leider gerade nicht. Mehr weiß sie nicht. Mehr weiß sie einfach nicht. So, und wie weit geht jetzt das Kabel? Geht es wenigstens bis hierhin? Oder reißt mir das jetzt? Nee, bis hier geht's. Aber hier ist der... Na klar, selbst über mir auch, Yoshi bei mir auch. Dann brauchst du also eine Rampe auf deiner Plattform drauf. Ja, die Rampe mache ich ja gerade. Rampe? Ja, ich versuche das ja so hoch zu bauen, dass mir die Brücke nicht versinkt, Shark. Sehr gut. Ich tue jetzt an Rafis Base eine Seilrutsche anbringen. Ich tue deine Seilrutsche missbrauchen quasi. Da missbraucht die mich einfach. Weil mein Dödel hier, der haut mir gerade ja alle Bäume um, weißt du? Ein Dödel? Der Hornebambel. So, das wird jetzt... Na, andersrum, Leute. Andersrum. So rum, genau. Aber Chefin, weißt du was? Ja. Du bist so schlau. Eigentlich hatte ich das ja vor. Mit der Seilrutsche. Nee. Yeah. Das klingt nach einem Plan, gell? Ja, ja. Das ist schon geil. Schon irgendwie geil. Geil. Hallo, Harley. Herzlich willkommen im Chat. Das Katana, ja, das gibt's auch zu looten. in einem Durchgang. Oder jetzt im Angebot im Merch. Oh, unterirdisch findest du das, Harley. Und vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich habe auch zuerst gedacht, dass das Katana ein Witz war, dass es auch hier ein Katana gibt, weil wir normalerweise mit sehr hochentwickelten Waffen kämpfen. Aber auch selbst hier hast du ein Katana am Start. Das Katana war am Bergsee, Steffen, weil wir dort nochmal
relocken mussten wegen Rafi, weil er ja durch die Tür nicht durchkam. Nicht oben der Bergsee, unten der, doch, unten der See, auf der anderen Seite. Ja. Ja. Das ist auch eine gute Frage. Was passiert, wenn das Wasser wieder flüssig ist? Geht alles unter oder bleibt es schwebend? Oder zerfällt es einfach in 100 Stämme? Was passiert, lass, wenn es wieder flüssig ist? Dann überraschen. Dann ist es flüssig. Was macht blaues Licht? Es leuchtet blau. So. Wollt ihr etwa sagen im Chat, ich hätte falsche Essgewohnheiten? Wollt ihr doch nicht sagen, oder? Ich sage, es bleibt. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder... Oh. It's a bug or it's a feature. Hannes, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Die Spannung zerreißt mich. Oh Gott. Spannung. Spiel, Spaß und Spannung. So sieht's aus. Hannes rum. Juhu. Oh, die gehen sogar ineinander. Und Brainy Dance, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Hat es sich einfach eingeölt. Das Kakatana war immer das erste bei The Forest, was ich mir besorgt habe. Von da an war alles easy. Ja, das stimmt, Vinci, ja. Aber Steg hat eine Verbindung zum festen Boden in Form von Ufer. Ja, lass es uns einfach mal ausprobieren. Irgendjemand hat da einen Steg gebaut, den wollte ich aber gar nicht. Ja. Das mache ich gerade zu dieser Langeweile. Ach so. Ich wollte ja jetzt eine Hängebrücke bauen und keinen Steg. Hat er mir wieder nicht zugehört. Ja, aber die Hängebrücke ist aber, die hängt dann zu sehr, glaube ich, oder? Was habt ihr denn? Ja, das weiß ich halt nicht. Sachen? Man kann ja auch ein Zwischending bauen. Man kann ja auch hier das da machen. Und ein Zwischending reinmachen. Dann hängt's nicht. Was habt ihr gegen hängende Sachen? Katana gibt es auch im Merch-Shop in der Rubrik Not gegen Elend. Genau, Exemplar. Bitte hör auf, Steak zu sagen, ich hab Hunger. Ach Gott, schön. Man muss hier ein bisschen anders denken. Weißt du? Weil du frei bauen kannst. Du musst umdenken. Du weißt ja noch gar nicht, was alles möglich ist, glaube ich. Denk. So. Puh. Es gibt dann die Golden Gate Bridge, ja, richtig. So, wo muss ich abschneiden? Glaub hier. Kann das sein? Könnte hinkommen. So, jetzt pass auf. Jetzt geht's rund. Ah nee, Quatsch, da muss noch ein Querbalken hin. So. Und jetzt kannst du schon mal die erste... Ach, da muss ich noch die Schnüre holen. Kannst du nur die erste Schnur setzen. Wie bei Raft bauen ohne Säulen. So sieht's aus, Alexander. Bin ich denn jetzt? So, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Yoshi. So. So. Nee, das passt. Das ist gut.
Nur das ist zu klein, glaube ich, oder? Da muss ich gucken. Wir werden es sehen, ob es funktioniert. Wenn nicht, dann nicht. Nein. So. Und jetzt? Nö, das hängt nicht, Paddel. Guck, das ist wunderschön sogar. Nix hängt. Bei mir hängt nichts, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Oh, das ist wieder so schön heute. Gut zu wissen, ne, Joshi? Ja. Was? Wir sind umständlich, Square? Quatsch. Das ist wunderschön. Ach, geh doch fort. So, ich brauche wieder Stämme. Ach, ich brauche wieder Stämme. Stämme? War das nicht ein Spiel? Hallo Milo, moin! Wo ist denn mein Kelvin? Der fertig schon hier, oder was? Gib mir mein Kelvin zurück. Nächster Ohrwurm incoming. Mit Brücke ist eure Insel dann doch aber wieder nicht sicher, oder? Ja, richtig. Aber Hängebrücke weiß ich nicht, ob sie die benutzen können. Aber Brücke ist nicht sicher. Brücke ist nicht sicher. Ich frage mich, ob dir das physikalisch möglich ist, nach oben zu rutschen. Ja gut, das ist halt eine Vorrichtung für oben und also für hoch und runter. Wie bei Raft Shark, weißt du? Man kommt rein und was man hört, Mann, bei mir hängt nix. So sieht's aus, Paul. Da weißt du schon wieder Bescheid. Gell? Weißt du schon wieder Bescheid. So, Kelvin, Vollgemisch. Oh, ihr könnt eine ganze Armee. Armee? Das Seil in der Hand, ich brauche wieder Stämme. Ja. Komm mal hier rein, Kelvin. Können auch die Hängebrücke benutzen. Na, da bin ich jetzt ja mal gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Der Kelvin ist unser Bediensteter, Vinci, ja. Alexander! Hallo. Der Kelvin. Strenger Bot. Einfach nur strenger Bot. Vinci. Hier wird einem nichts geschenkt. Hi, Wittelbrünf, Servus! Was, Sons of the Lumber Mill? Ja, das könnte es bei uns heißen, ja. Das wird bald nicht mehr Sons of the Forest bei uns heißen, wenn wir hier den ganzen Wald abholzen, sondern, ne? Aber das ist auch wieder ganz klar, Leute, ne? Wenn ihr was Geiles zu bauen habt, also wenn ihr was bauen möchtet, ne? Ihr müsst echt gucken, dann aber auch wiederum wegen der Performance. Aber das ist ganz klar, das ist wie in jedem anderen Spiel auch, ne? Ich bin bei The Forest
war ich irgendwann an einem Punkt, da bin ich aber auch eskaliert. Da ging dann am Ende gar nichts mehr. Dann hat es richtig gestockt. Also ich habe viele Hängbrücken gebaut und das war richtig Eskalation. Ja. Hast du es also hängen lassen? Ich habe es richtig hängen lassen, ja. Little Blondie, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid und herzlich willkommen an alle. Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? Das ist dann so ein Brachland. Was habt ihr gespielt? Sons of Waldrodo. Wie war dein Stream, Little Blondie? Wie geht's euch? So, 2 Stunden sind um. Warum ist der Turm noch nicht fertig? Sind wir wieder faul? Nein, ich musste ein anderes Projekt dazwischen nehmen, Asmo. Du hast mir wieder nicht zugehört. Wieso hört man mir nie zu? Oh, hallo Little Blondie, dankeschön. Features Chatting und dann The Closing Shift. Bin jetzt so müde, dass ich schlafen muss. Was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Kaffee, Kuchen, Semmelpapa. Mega, dankeschön. Die Ausreden wieder, gell? Das ist ein Horrorgame. Ach, du heiliger Strohsack. Und jetzt musst du schlafen nach einem Horrorgame? Kannst du das? Guck mal hier, was wir für ein Suitwetter haben. Grusel-Barista-Game, ja? So sieht's aus, Herr Papa. Geil. Geil. Gefällt mir, Little Blondie. Gefällt mir, dass du nach einem Horror-Game nicht schläfst, schlafen willst. Musste Kuchen und Kaffee servieren, war echt anstrengend. Ach du Scheiße. Ich hab mir jetzt auch mal Madison angeguckt. Das ist ja auch so ein Rätsel-Horror-Game, gell? Ich glaub, da braucht man auch Kaffee und Kuchen, um da durchzukommen, ne? Dankeschön, Hexe. Bis später. Ich bin halt anders krass. Seppel Papa, hau alles raus. Ja, der Kelvin mäht gerade. Hau alles raus, Seppel Papa. Ja, ich bin auch anders krass, Little Blondie, gell? Ja, ja, wir sind alle anders. Gott sei Dank. Also, vielen lieben Dank fürs Raiden und herzlich willkommen an alle, wer mich schon nicht kennt. Ich bin die Frau Zockerzucht, Nadine, Chefin oder auch Karl-Heinz genannt. Und hier erlebt er gerade Sand of the Forest. Setzt euch mit an den Stammtisch und ansonsten von Montag bis Freitag immer ganz viele schöne Survival- und Simulationsspiele. Gell? Also, Stammtisch. Ja, danke schön. Danke schön. Konnte deinem zarten Geflüster nicht dauerhaft folgen. Ja, ja, Smo. Ja, ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Und im Moment sind wir im Bauen vertieft, weil wir lieben The Forest. Und dort sind wir auch versuchtet gewesen im Bauen. Und jetzt probieren wir das Ganze in Sand of the Forest aus. Und gerade wird gebaut. Wir machen jetzt später noch die Story fertig, weil wir sind, denke ich, soweit am Start. Dann machen wir die Story noch fertig. Und oder die Story enden. Es gibt ja mehrere. Und dann mal gucken, was noch passiert. Wir sind zügig, Alexander. So sieht's aus. Was? Chefin, was ist eigentlich mit der Ökobilanz? Werden neue Bäume angepflanzt? Ja, ich hoffe, dass Baron gleich auch hier reinkommt, der mir erklären kann, wie Bäume nachwachsen. Aber hier wurde ja schon erklärt, dass es so ähnlich ist wie bei The Forest, dass die Bäume halt sehr, sehr lange brauchen, um nachzuwachsen. Also 3-mal so lange wie in The Forest. Sieht auch ebenfalls professionell aus bei euch. Dankeschön, Dankeschön, Blondie, Dankeschön, ja. Ist halt auch eine geile Kulisse, ist eine geile Grafik einfach, ne? Genau, Anja, wollen wir machen. Genau, das kommt noch, genau. Wir wollten jetzt erstmal ein bisschen eskalieren. Der Winter kam uns jetzt quasi dazwischen, weil ich unbedingt ja auf dem See bauen wollte. Und jetzt ist der See zugefroren. Jetzt müssen wir erstmal das Bauen dazwischen nehmen. Wenn ich mir den Hügel so anschaue, wisst ihr, was Boden ist. Ja. Ja, ja. Ja, Erik, ich habe jetzt gehört, die Baumstümpfe müssen nicht weg. We will see.
We will see. Semmelpapa, viel Spaß im Lernen. Und Utrecht, herzlich willkommen auch hier im Chat. Ja, so schnell geht es. Das Little Blondie, hat so schnell geradet, da konntest gar nicht Tschüss sagen. Jetzt kannst du noch Tschüss sagen. Jedenfalls die Spawn, die Baumstämmer. Gymnastik-Paul ist am Start. Tschüss! Gymnastik-Paule! Ja. Aua! Oh, er ist in mir drin. Aua! Gymnastik-Paule! Jetzt wieder erschossen. Ich wollte Munition sparen. Wo sind meine Pfeile? Wo sind meine Pfeile? Okay, go. Oh. Das ist der Gymnastik-Paule gewesen, Leute. Der hat einen sehr biegsamen Rücken. Oh, endlich habe ich mal Mutantenrüstung mal wieder am Start. Kann mich wenigstens ein bisschen mal schützen. Wieso liegt denn jetzt hier kein Holz? Weil es momentan irgendwie immer despawnt. Oh nee. Wenn du nicht guckt bist. Aber vorhin hat es doch auch funktioniert. Der Yoga-Jochen ist auch gut, Conny, ja. Yoga-Jochen ist auch in der Bar, genau. Catdog ist auch cool, ja. Den Namen gibt's öfters. Den habe ich schon gehört. Körperklaus ist auch gut, ja. Wie kann er denn an den armen Rafi? Was ist passiert? Isilia, geht schon wieder los. Verdauungsprobleme. Eieieiei, das hört ja gar nicht auf bei dir. Mahlzeit, Isilia. Wie geht's dir heute? Wenn du zu weit aus dem Renderbereich bist. Ja, deswegen, also du darfst die Baumstämme, die liegen jetzt da unten richtig. Der Paddel darf die halt nicht weiterschicken. Ach so, wegen der Rüstung. Ja, der Rafi war zu weit weg. Ja, die denkt nicht an mich. Ich denk nicht an dich. Deswegen stehe ich jetzt hier unten an der Hängebrücke und warte, bis die Chefin nochmal sagt, hier hast du die Baumstämme. Sehr gut, Isilia, bei mir auch. Und Bernd, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Der Lumberjack-Simulator ist das Utrecht, genau. Richtig. Ja, yeah. Und ab und zu kommen ein paar Mutantos. Das soll uns aber nicht stören. Ja. Mutantos? Gestern hast du noch von ihm geträumt und heute nichts mit Ständer. Richtig, Conny, so sieht's aus. Ja, er hat ja gestern die ganze Zeit von Ständer geredet, Conny. Nicht ich. Obwohl, heute habe ich wieder angefangen von Ständer, ne? Ich habe ja gerade gesagt, bei mir steht alles. An mir hängt nichts. Wisst ihr, gestern hat er von Ständer gesprochen, heute spreche ich davon, ne? Was, der Bus ist weg. Kann ich die Sporthelme schnackt sehen? Der Bus ist weg. Heute fahren keine Busse. Warum kann ich jetzt nicht fahren? Weil dein Stamm ist gar nicht blockiert. Aber eben gerade konnte ich doch auch. Konntest du? Ja.
Sicher. Da liegt an deiner Mutantenrüstung, dadurch bist du ein bisschen dicker geworden. Ah, das wird sein, ja. So, und jetzt sagst du mir bitte, warum du zwei Sterne drückst. Ne? Weiß ich nicht, eben gerade hat es ja auch funktioniert. Aber guck mal, das wird wunderschön. Hast du eine Handtäschchen dabei gehabt? Nee. Ach so, weil Paddel sagt, er steht da unten, ja. Aber könnt ihr mir einmal mal verklickern, was die Aufgabe bei dem Game ist, einfach am Leben bleiben? Ja, das ist ein ganz, das ist ein Survival-Game. Im Survival-Game muss man immer gucken, dass man am Leben bleibt. Das ist halt die Hauptaufgabe bei jedem Survival-Game. Plus noch zusätzlich, Utrecht, ist es so, dass wir hier auf einer Insel festsitzen, wo wir uns nicht nur um Essen und Trinken kümmern müssen, sondern unsere Hauptaufgabe ist eigentlich, dass wir verloren gegangene Personen wiederfinden müssen, laut der Story. Na, also du musst ab und zu mal in so eine Höhle gehen, musst du mal gucken, dass du mit der Story weiterkommst. Es gibt auch hier eine Story, ne? Und eventuell, ich weiß halt jetzt nicht, wie das Ende ist. Es gibt mehrere Enden, entweder du entkommst oder entkommst nicht. Da müssen wir mal gucken. Aber wie bei jedem Survival-Game ist es so, dass man halt überleben muss. Nur und auf einer Mutanten- und Kannibaleninsel. Ne? Tja, das ist die Frage, Anja, ne? Und Kingstyle, herzlich willkommen im Chat. Du musst natürlich die Seilrutsche haben hier. Seilgewehr. Du musst das Seilgewehr haben, sonst kannst du die Seilrutsche nicht bauen. Und dann einfach benutzen. Geh du erstmal zur Mittelstation. Siehst du? Gleich. Hast du das Ding weggemacht? Mhm. So. Weil hier oben eine ist. Ja, aber die geht doch nicht zur Mittelstation. Oder ist die jetzt zur Chefin? Direkt. Ich sitze zur Brücke, über dem Fluss. Ne, die geht hier hin. Dann stelle ich mich hier hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Hi, Deno. Weil jetzt war er am See und du oben am Berg. Kann es sein, dass der erste Ladepunkt genau dazwischen außerhalb eurer beiden Bereiche war? Ja. Als er da hinten noch nicht stand, sind die nicht weggespawnt. Die spawnen immer noch. Nein, ich bin ja jetzt da. Okay, jetzt nicht mehr. Aber die erste ist despawned. Habe ich im Stream gesehen. Ja, Anja sagt auch ja. Okay, woran das liegt, weiß ich nicht. Ich bin verbuggt. Muss ich da jetzt stehen bleiben? Ja, ne? Oder wie? Wenn man gemeinsam zocken will, musst du einfach der Horst sein. Oder eben der Spielepartner, den du eben hast. Einer von euch muss ganz normal der Horst sein. Dann kann man mit bis zu 8 Spielern, je nachdem wie gut dein PC ist, zusammen spielen. Alles andere musst du dir dann einen Server herrichten. Also ich bin ja hier G-Portal und so weiter, bin ich ja am Start. Habt ihr auch schon gefragt, wann G-Portal Server errichtet? War eigentlich auch geplant schon letzte Woche, aber sie sind dabei. Also G-Portal bietet auch bald Server an für 7 Days, ja, für Sons of the Forest. 7 Days, ja. Und bis dahin muss man selbst der Horst sein. Ja, gerne, gerne. Ja. Außerdem hier, G-Portal. Wer jetzt schon irgendein anderes Spiel hat, mit dem Link könnt ihr 10% bei G-Portal sparen auf euren Game-Server. 7 Days zum Beispiel, Conan. Ja, richtig, siehst du, Ravi hat's 8 gemacht. So sieht's aus. Im Arma nämlich gemacht. Was, im Orme? Arma 3. Ach so. Arma 3. Ja, ja, richtig. Selber Horst sein kann ich, gell, Utrin? Ja, ich auch. Ich auch, ja. So.
bin sehr gerne auch der Horst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin sehr gerne der Horst. Ich dachte, du bist Karl-Heinz. ein Karl-Heinziger Horst. Oder ein horstiger Karl-Heinz, eher so rum. Vielleicht ist auch das, was du möchtest. Was möchte ich? Nicht. Was Horst sein? Holz, Stämme. Was willst du? Was, wer bist du denn? Wunderschön. Einfach ein Traum. Guck, und schon sind wir gleich fertig. Ich bin bei The Forest immer selber The Horse gewesen. Bei Coop-Modus sehe ich keinen Sinn im Server. Ja, richtig. Also du willst halt wirklich unabhängig voneinander spielen, ne? Genau. Aber ansonsten brauchst wenn du weißt, ich spiele sowieso immer zusammen und ihr wollt das ja zusammen durchziehen, genau. Ja, richtig. Richtig, Wingy, ja. Ja. Also ich bin ein Vollhorst. Toll, Asmo. Das ist schon mal der Weg zur Erkenntnis ist schon mal das Ehe. Ist schon mal super. Ein bossiger Karl-Heinz. Und hallo Chill! Herzlich willkommen im Chat. Servus. Jetzt peile ich mich mal aus dem Blondie-Löweck. Forest war ein richtig gutes Game, auch mit einer guten Story. Konnte man auch zusammenzocken. Sans ist ja noch im Early Access und hier und da noch etwas verbuggt. Solltest du auf die Idee kommen, eins von beiden mit jemandem zu zocken zu wollen, wäre ich eventuell dabei. Sehr schön, Chill. Sehr schön. Und man darf wirklich nicht sagen, irgendwie, The Forest ist ja von 2018. Ja, das Spiel ist so alt. The Forest ist mega. Wenn ihr Bock habt auf richtig auch schönes Survival-Horror-Game, Mutanten und Höhlen und Erforschen und vor allem Bauen, mega Bock macht das Spiel. Ja. Jetzt um die Wasserplattform und Geländer und die Sommerterrasse ist fertig. Ja. Sag mal, willst du deine Hütte? Kriegst du schon wieder einen Rappel? Ich krieg als die Benachrichtigung von YouTube. Übrigens, ich bin auch auf YouTube, ne? Hab ich hier auch den Dings? Hab ich nicht. Also, das sei ein YouTube. Hier kommen die Follower auf einmal rein, gell, Leute? Danke, Anja. Ja. Genau, es ist immer noch ein super geiles Spiel. So sieht's aus. Geil. Genau, Paddel. Das müssen wir nämlich größer machen. Ja, richtig. Was machst du? Wie, was mache ich? Das war ja falsch. Warum? Ach so. Ach ja. Ah, das machst du gut. Nee, du machst es doch gut. Du machst alles richtig. Weiß ich. Meinst du, er macht das gut? Ja, und dann mit Geländer. Forest kann man auch gut zu Halloween zocken. Ja, das stimmt. Kann der Rafi da oben schlafen? Nee, ne? Ja. Kannst du? Ja. Wollen wir schlafen gehen? Ich habe mir hier einen Unterschlupf gebaut. Und dann gehen wir mal schlafen. Ich gehe heute mal in die Hütte. Ich will heute mal in der Hütte schlafen. Aber die Animation in dem Spiel ist halt mega, ne? Schon gedacht, ich bin verbuggt. Und schlieben. Ich habe nur gehört, dass Forest mehr Horror sein soll. Das hier erinnert mich stark an Seven Days im Positiven. Eigentlich ist es so von dem ganzen Mutanten und so weiter dasselbe. Mehr Horror? Nee. Also hier gibt es halt andere Mutanten. Vielleicht finden die ein oder anderen The Forest halt gruseliger von den Mutanten. Geht mir eigentlich auch so. Ich finde auch The Forest von den Mutanten heftiger, weil auch die Soundkulisse krasser ist. Vielleicht tun die auch die Mutanten da noch, auch hier, noch einen anderen Sound hinzufügen, das weiß ich nicht. Schneid in die Butze, ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Schneid. Es schneit. Nein. Es schneit. La 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 la.
Ich finde die Höhlen hier schlimmer. Oh, krass. Ja? Du merkst halt, die KI hier ist, ist intelligenter. Und dadurch kämpfen sie ganz anders mit dir, Anja. Na, du merkst halt, du kämpfst hier anders. Höhlen sind schon Chefin, crazy. Wo warst du gerade, weil du gesagt hast, nein, in der Putz? Ich habe in der Butze geschlafen. In der Butz? Ja, aber im großen Haus. Bei mir ist kein Schneetopf. In der Butz. In der Butz. Aha. Dr. Chevin ist verpackt. Ja. Schon wieder. Vor allem, hier liegen überall Handtäschchen rum. Handtäschchen? Star ist nicht komplett, gell? Ja. Die Höhlen sind schon etwas scary, aber die nehmen sich beide Games, glaube ich, nix, ja. Läuft da wieder jemand? Ich finde die Lichtverhältnisse in der Höhle schlimmer. Ja, ich finde die Höhlen auch dunkler als bei The Forest. Vielleicht liegt es auch immer an Einstellungen, aber... Der Schinken um meinem Bein, das ist eine Mutantenrüstung, Utrid. Das sieht noch richtig lustig aus, wenn du komplett eingeschinkt bist. Geschinkt am Bein. Eingeschinkt. Kommt wieder Arne. Ich baue hier gerade einen Zaun, ich kann nicht. Wie hat denn der das gemeint? Oh ja. Genau, da will ich es reinhaben. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Wenn Sie nicht warten konnten, dann sind Sie doof. Aber bitte machen Sie unsere Base nicht gleich kaputt. Nur weil Sie ungeduldig sind. Oh, das sieht wunderschön aus, Leute. Merkt ihr? Merkt ihr was? Das ist so schön. Das wird schön. Wunderschön. Du musst halt genau gucken, wo ist dieser Schnäppi, ne? Der Schnäppi? Schnäppi. Wenn du mich jetzt haust, Klaus, dann ist was los. Ein Moment. So, jetzt können wir kämpfen. Jetzt können wir kämpfen, mein Freund und Kupferstiche. Ist wunderschön, gell, Alexander, ja. In dieser Höhle. Was, eine Safe Zone wie bei Seven Days gibt's nicht? Nee. Hier ist nichts safe. Du musst gucken, dass du dir eine geile Base baust. Der 3D-Drucker zum Beispiel Raum ist ja safe. Ach so, ja, wenn du in die Höhlen gehst und du hast die schon geklärt, es gibt auch Höhlen, die schon safe sind, wo keine Gegner sind. Ja, das ist eine Safe Zone. Aber safe. Da kannst du nicht drin bauen, ne? Voll safe. Ja, bauen kannst du doch schon, weil du dein ganzes Zelt ja auch aufbauen, also. Trotzdem fand ich da The Forest weniger schlimm, egal mit welcher Beleuchtung, sonst triggert mich da auf eine andere Weise. Kannst mit der Base viel machen, es sei denn, du hast einen Destruction Mode an, ja. Dann machen die deine Base kaputt, ja. Würde ich aber jetzt in Early Access noch nicht machen.